Hallo und herzlich willkommen hier beim Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Wir wollen uns heute mal anschauen, was sich alles so auf der Filderstrecke zwischen dem Filderportal des Fildertunnels und dem Abschnitt in Wendlingen getan hat, wo wir dann an die Neubaustrecke anschließen. Hier zu sehen der Rettungsplatz des Fildertunnels und ein GSM-Mast. Die komplette Strecke ist mit einem GSM-Netz eines Mobilfunkanbieters ausgerüstet, sodass wir überall auf der Strecke ein 5G-Netz übergangslos haben. Gleichzeitig ist hier auch der Bahnfunk und GSMR verbaut, sodass auch die Züge mit einem GSM ausgerüstet sind. Das ist insbesondere dann auch für die Zugsteuerung, das sogenannte ETCS Level 2, wichtig. An der gesamten Strecke stehen alle 2 bis 3 Kilometer diese Funkmasten, sodass wir ein überlappendes Netz haben und keine Funkausfälle zu erwarten sind. Der Blick ins Filderportal des Fildertunnels. Dieser Tunnel endet dann direkt am Stuttgarter Hauptbahnhof. Von oben sieht man das sogenannte Sonic Boom Bauwerk, das den Einfahrknall der Züge, die hier mit 250 km pro Stunde einfahren, vermindern bis ganz abdämpfen soll. Hier eingefahren ist man nach gut 9 Kilometern und weniger als 6 Minuten Fahrzeit am Stuttgarter Hauptbahnhof. Auf der Strecke ist auch jetzt schon reger Verkehr. Hier sieht man 2 Wegetechnik. Die Mitarbeiter sind gerade dabei, die Strecke fein zu machen und aufzuräumen, links und rechts der Strecke überflüssiges, überschüssiges Material einzusammeln. Man sieht auch hier, da liegt noch einiges rum. Hier fliegen wir gerade über das Filderportal hinweg, haben den Anschluss mit unseren Überleitverbindungen, damit wir nachher von überall aus den Flughafenbahnhof erreichen, der in Folge abzweigt. Man sieht, alle Gleise liegen schon. Der Gleisbau ist abgeschlossen, die Weichen sind alle fertig und über den Gleisen hängt auch schon eine Oberleitung, sodass wir mit Strom versorgt sind und die Züge alle strombetrieben in den Stuttgarter Hauptbahnhof und aus diesem herausfahren können. Wir nähern uns hier den Trögen, wo wir dann in den Flughafentunnel ausfahren. Ein Trog in der Mitte und ein Trog dann von uns aus gesehen links des Gleises. Führen dann unter der Autobahn durch zum späteren Fernbahnhof Stuttgart Flughafen, bei dem die ICE-Verbindungen dann Richtung München und Richtung Stuttgart gehen und in ferner Zukunft dann auch in Richtung Zürich fahren. Hier unterqueren wir jetzt die Brücke Heerstraße, unter der wir auch die Gleise gebaut haben, unter der wir die Leitungen für die Oberleitung unten durchführen mussten und kommen an den Teil, wo früher mal geplant war, die Flughafenkurve auszufädeln, die dann durch den Pfaffensteigtunnel jetzt ersetzt wird, der dann ab den 30er Jahren des 21. Jahrhunderts den Flughafenbahnhof mit Böblingen verbinden wird. Nochmal das Ganze aus einer anderen Perspektive. Hier sehen wir die Ausfädelung in den Flughafenbahnhof von der Seite. Hier sieht man die Tröge wunderbar von oben, wo dann die Züge später durchfahren. Der Flughafenbahnhof wird ab nächstem Jahr mit Gleisen ausgerüstet. Hier sieht man jetzt auch in den Trögen liegen noch keine Gleise, auch noch keine Oberleitung. Das wird im Jahr 25 im ersten Quartal begonnen und wird dann auch mit der restlichen Strecke und dem Stuttgarter Hauptbahnhof Ende des Jahres 2026 in Betrieb gehen. Hier von oben zu sehen dann auch die Überfahrt zum Rettungsplatz, die gerade im Entstehen ist, und die provisorische Eingleisstelle, die wir hier noch für die Arbeiten im Fildertunnel vorhalten müssen, damit 2 Wegetechnik in den Tunnel einfahren kann. Im Bereich westlich des Portals des Flughafentunnels sind insgesamt 8 Weichen verbaut,
um alle Richtungsbeziehungen zwischen Stuttgart Flughafen und dem Hauptbahnhof erreichen zu können und von jedem Gleis des Stuttgarter Hauptbahnhofs in jedes Gleis des Flughafenbahnhofs einfahren zu können und umgedreht. Und der Flug unter dem Bosch-Parkhaus hindurch, hier wurde in Abstimmung mit dem Betreiber des Parkhauses noch die Unterdecke saniert, parallel zu den Bauarbeiten der Gleise und der Kabelzieharbeiten. Sehr gut erkennbar hier der Berührschutz auf der Brücke, der vor dem Angreifen der Oberleitung schützen soll. Wir kommen zum Bereich östlich des Flughafens, wo wir einen weiteren GSM-Mast sehen. Hier sind beide Techniken auch verbaut, GSM-P für das private Netzwerk und GSM-R für das Eisenbahnnetzwerk. Hier kommt die Strecke vom Flughafenbahnhof wieder zutage und fädelt wiederum mit 8 Weichen auf die Hauptstrecke von Stuttgart nach Ulm ein. Auch hier jegliche Richtungsbeziehungen fahrbar, sodass wir von Ulm auf beiden Gleisen ankommen können und im Flughafen in beide Gleise einfahren können und umgedreht. Hier überqueren wir die B312, die von Stuttgart-Degerloch Richtung Flughafen führt. Und hier die neue Anschlussstelle Plieningen. Auch auf allen Brücken liegen die Gleise. Hier befinden wir uns jetzt an einem wirklichen Verkehrsknotenpunkt. Linke Hand die Autobahn, rechte Hand die Landesstraße, dazwischen die Eisenbahn und direkt drüber dann noch der Luftverkehr im Einflug auf Stuttgart. Zwei unserer GSM-Masten haben eine kleine Besonderheit, nämlich die rot-weiß-rote Lackierung an der Spitze, einfach weil sie sehr nah an der Einflugschneise des Flughafens liegen. Deswegen ist auf diesen auch eine Dauerbeleuchtung mit Sicherheitsrückfallebene angebracht, damit die Masten auch in der Nacht erkannt werden. Die Zufahrt zum Tunnel Denkendorf, hier fährt dann in Zukunft ein ICE mit 250 km/h in Richtung des Tunnels und durchquert den Tunnel dann in etwa 10 Sekunden. Auch hier gibt es Videos, wie dieser Tunnel entstand und die Autobahn mehrfach verlegt werden musste, kann ich euch nur empfehlen. Das Ostportal des Tunnels Denkendorf mit dem noch nicht fertiggestellten Rettungsplatz. Und im Anschluss geht es dann weiter auf die Eisenbahnüberführung Denkendorfer Tal mit einer Länge von etwas mehr als 300 Metern. Hier deutlich erkennbar die schon in einem anderen Video thematisierten Stogplatten als Übergangskonstruktion sozusagen der Brücke auf der Brücke. Auch hier deutlich sichtbar am Sulzbachtal-Viadukt die Blendschutzwände zwischen Autobahn und Eisenbahn, die auch künstlerisch wertvoll gestaltet wurden. Überall entlang der Strecke, wo wir parallel zur Autobahn fahren, mussten wir Blendschutzwände errichten, damit zum einen der Straßenverkehr nicht von der Eisenbahn geblendet wird, zum anderen aber auch, damit nicht ein Porsche-Fahrer auf die Idee kommt, ein Wettrennen mit dem ICE machen zu wollen. So wird die Sicht eingeschränkt und der Zug ist von der Autobahn nur ganz selten zu sehen. Hier seitlich sieht man eine Erneuerung der Böschung. Zu viel Wasser in der Böschung bedeutete ein leichtes Abrutschen, sodass hier nochmal nachgearbeitet werden muss. Die Querung der B313 mit einer Stahlfachwerkbrücke, auch hier die Gleise liegen, die Oberleitung ist gespannt, der Zug könnte kommen. Die ersten Testfahrten sind hier schon drüber gelaufen und über die Neckartalbrücke und die EU-Neckartalbahn mit der Abzweigung der großen Wendlinger Kurve,
die dann später mal die Einführung von Nürtingen her gewährleistet und der Abzweigung der kleinen Wendlinger Kurve, die in Richtung Oberbohingen-Nürtingen führt, sind wir dann am Ende der Strecke am Alpvorlandtunnel und dem Rettungsplatz davor, sowie der Güterzuganbindung, die ihr hier links in der runden Öffnung seht, angekommen, auch hier wieder sichtbar, das Sonic-Boom-Bauwerk des Alpvorlandtunnels. Die kleine Wendlinger Kurve ist baulich abgeschlossen, die große Wendlinger Kurve ist gerade noch im Bau und wird dann auch mit der Gesamtinbetriebnahme des Projekts Ende 2026 in den Regelbetrieb gehen. Ja, das war unser Flug heute vom Filderportal des Fildertunnels, der an den Hauptbahnhof anschließt, bis zum Alpvorlandtunnel über knapp 20 Kilometer Strecke. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein beim Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Viel Spaß dabei. Wenn ihr kein Update verpassen wollt, abonniert den Kanal. Es gibt immer wieder interessante Dinge zu entdecken.